Die Blaualge taucht erneut in Schwerin auf, doch dieses Jahr gilt besondere Gefahr. Grund zur Sorge bringen die Sichtungen an den Ufern des Langkor und des Burgsees. Jedes Jahr lässt sich dieses Phänomen in Gewässern beobachten, doch dabei stellt sich die Frage, um was es sich bei Blaualgen genau handelt. Die Blaualgen sind ein fester Bestandteil unserer Umwelt. Somit ist das Vorkommen der Alge für die Schweriner Seen von Vorteil, solange die Menge auf einem gleichen Niveau bleibt. Als Grund für die Zunahme des Algenwachstums kann vor allem der Klimawandel genannt werden, da die Sommer immer heißer und länger werden. Dieses Wachstum birgt aber auch Risiken für den Menschen. Die Gefahr, die von Blaualgen ausgeht, besteht nun darin, dass sie in der Lage sind, giftiges Ammonium zu bilden. Bei Kontakt treten Hautreizungen auf, die bei Kleinkindern erhebliche gesundheitliche Folgen haben können. Gelangt das betroffene Seewasser in den Magen, führt das eventuell zu Durchfallerkrankungen. In einigen Fällen wurde festgestellt, dass Ammonium als Nervengift auftreten kann. Vor kurzem teilte der Fachdienst Gesundheit jedoch mit, dass die Blaualgenwarnung am Langkower See aufgehoben wurde. Somit kann vorerst ungestört gebadet werden.